Herzlich willkommen bei Business Einblicks, ihr digitalen Tomaten. Willkommen zum Teil 2 von Baum Office. Gestern habe ich ja schon mal ein Video von hier oben gemacht. Ich finde das hier so chillig. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir gleich 2 Videos von hier. Und zwar heute gibt es wieder Let's Talk Business. Ich glaube, wir haben schon die 7. Folge. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr habt richtig, richtig viele Fragen. Und das freut mich natürlich riesig, dass ihr da so viel Dinge wissen wollt. Und ja, freue ich mich immer, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen kann. Und deswegen habe ich mir natürlich für heute auch wieder spannendste Fragen rausgepickt, die wir jetzt einfach einmal durchgehen werden. Ich gucke mal nach. Es sind insgesamt 6 Stück an der Zahl. Danke an alle, die ihre Fragen beigesteuert haben. Kam wieder sehr, sehr viel. Ich musste dieses Mal ein bisschen auswählen. Auf jeden Fall alle, die ihre Frage jetzt nicht im Video sehen, sorry, nächste Woche vielleicht, einfach unten wieder nochmal irgendwie drunter schreiben oder wenn du was Neues wissen willst, einfach immer Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich Fragen bekomme. Und ja, fangen wir doch direkt mal an mit der allerersten Frage. So, was haben wir denn am Start? Und zwar die erste Frage kommt von Christoph. Christoph fragt, ob wir spezielle Tipps zur Vorgehensweise für junge Menschen haben, die gerade erst ihr Studium angefangen haben. Macht er sich unnötigen Zeitstress oder ob wir auch der Meinung sind, dass dieser Lifestyle relativ bald ausgeschöpft ist und ein digitales Nomadenleben doch nicht jeder leben kann, der will, weil es einfach immer schwieriger wird, sich von der Konkurrenz abzuheben. Spannende Frage, Christoph, ehrlich gesagt. Super cool, die habe ich bisher noch gar nicht bekommen. Und zwar, ja, ich würde einfach mal sagen, dass man sich nicht so viele Gedanken darüber machen muss, dass irgendwann die ganze Welt als digitale Nomaden unterwegs sind und das dann irgendwie ausgeschöpft ist. Weil ganz ehrlich, auch wenn meiner Meinung nach das wirklich einfach der beste Lebensstil ist, den man sich nur wünschen kann, man macht die Dinge, die man liebt, verdient damit noch Geld, kann um die Welt reisen, kann wundervolle Menschen kennenlernen, kann leckere Früchte überall essen. Von daher gibt es für mich nichts Besseres, aber ich muss natürlich auch sagen, nicht jeder Mensch ist dafür geboren, nicht jeder hat das Potenzial in sich, das zu machen. Da gehören einfach super, super viele Eigenschaften dazu und deswegen, meiner Meinung nach, ist da nicht jeder zu gemacht und wird da auch nicht erfolgreich sein. Von daher musst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass irgendwann jeder das machen wird. Und ja, also das ist natürlich blöd. Unser Ziel ist es, dass so viele Menschen wie möglich das schaffen. Aber wie gesagt, da gehören auch einiges an Voraussetzungen dazu. Aber dass du jetzt dieses Video schaust und dich generell schon mal für dieses Thema interessierst und Bock hast, da was zu machen und auch weißt, dass da auch was dazugehört und dass man da auch viele, viele Dinge lernen muss, zeigt mir schon mal, dass du da auf einem guten Weg bist auf jeden Fall. Und Christoph, bei dir genauso. Also deswegen mach dir mal keine Gedanken um Konkurrenz. Meiner Meinung nach, je mehr Leute draußen in der Welt sind und so etwas Geiles starten, umso besser ist es auch, weil einfach so der Markt größer wird und viel mehr Leute sich da bedient werden können. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht viele Gedanken. Und ja, auf jeden Fall brauchst du dir keinen Zeitstress machen. Du musst dir nicht sagen, okay, ich bin jetzt x Jahre alt, 22, keine Ahnung, habe jetzt angefangen zu studieren, ich muss jetzt mal langsam in die Pötte kommen, ich muss jetzt mal digitaler Nomade werden. Nee, du wirst digitaler Nomade, wenn dir dein Studium so sehr auf den Sack geht, dass du sagst, okay, ich will das nicht mehr machen. Und wenn du an dem Punkt noch nicht bist, dann, keine Ahnung, studier doch weiter, mach dir doch da keinen Stress. Du musst generell gar keine Dinge machen, mach immer die Dinge, die du machen willst. Wenn du es jetzt machen willst, wenn du jetzt loslegen willst, ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen, dann mach's. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, läuft ja auch so ganz gut, ich habe jetzt da noch nicht so die Motivation, chill, kein Problem. Man kann auch mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 Jahren kann man auch noch was aufbauen. Das ist überhaupt kein Ding. Die nächste Frage vom guten Enrico. Enrico, super. Sehr, sehr viele Fragen von dir immer. Ich freue mich extremst. Und genau, was ist die Frage von Enrico? Genau, zum Thema E-Book. Die letzten Fragen, in den letzten Episoden haben wir ja auch schon mal zum Thema E-Book schreiben was dabei gehabt. So, wenn dich das Thema interessiert, gerne mal in die letzten Folgen von Let's Talk Business reinschauen. Und zwar Enrico fragt, ja, was sollte allgemein den Wert eines E-Books bestimmen? Kommt es auf die Seitengröße an oder kommt es auf den Inhalt an? Sehr, sehr gute Frage. Denn ich sehe es immer wieder, Leute tun sich einfach super schwer, damit einen Preis festzusetzen. Und ganz ehrlich, mir ging es doch genauso. Als ich mein erstes E-Book geschrieben habe, dachte ich so, okay, was kann das jetzt kosten? Ich habe natürlich geguckt, was irgendwie ähnliche E-Books kosten, um mich da so ein bisschen zu orientieren. Aber ich kann euch auf jeden Fall als Tipp geben, schaut doch mal, was irgendwie ähnliche Dinge kosten und fragt euch doch mal selbst, okay, was würde ich dafür für einen Preis festsetzen? So. Und wenn ihr dann einen Preis habt, nehmt ihr den Preis und verdoppelt ihn. Denn es ist einfach es ist einfach eine blöde Situation, dass viele, viele Leute
den Wert von dem, was sie selbst erschaffen, unterschätzen. Ganz klar, es ist doch normal. Für mich fühlt es sich super normal an, irgendwie rohköstlich zu leben. Und für mich ist es gerade gar keine große Sache mehr. Und wenn ich jetzt aber Leuten in einem E-Book erkläre, wie sie ihre Ernährung umstellen können, dann denke ich mir, okay, das sind ja alles Dinge, die habe ich ja auch gelernt und das ist ja jetzt irgendwie normal und das ist ja keine große Sache. Aber für jemanden, der dieses E-Book liest und aufgrund dessen seine Ernährung umkrempeln kann, für den ist es eine riesige Sache. Es verändert einfach mal sein komplettes Leben. Deswegen, nehmt den Preis, den ihr selbst nehmen würdet und dann setzt dann nochmal ordentlich was drauf, weil wie gesagt, jeder unterschätzt das einfach selbst, was er liefert. Und wenn ihr euer E-Book zu günstig anbietet, da ist auch keinem geholfen. Weil wenn, keine Ahnung, es kann das geilste E-Book der Welt sein und es kostet irgendwie 4,99 €, dann kaufen sich das Leute und denken sich, ja, das hätte nur 5 € gekostet, okay. Das schaue ich mir später nochmal an, sind gar nicht so sehr committed zu dem Ding. Und wenn sie aber, es gibt auch Studien drüber, wenn Leute viel Geld für etwas ausgegeben haben, dann nutzen sie es auch viel mehr, weil sie einfach für sich selbst rechtfertigen müssen, dass sie so viel Geld ausgegeben haben. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem, der Bock hat auf mehr Rohkost, sage ich, hol dir gleich, wenn es dir irgendwie möglich ist, wenn du es realisieren kannst, hol dir gleich zu Anfang Vitamix, weil das einfach dafür sorgt, dass du jeden Tag deinen grünen Smoothie trinken wirst und demzufolge halt einfach viel mehr Commitment hast. Und deswegen, wenn jemand ein E-Book kauft, was 30-40 € kostet, dann ist er ganz anders dabei, wie für sich selbst das rechtfertigen, setzt viel mehr um und ist am Ende auch viel zufriedener, als wenn es so ein 5. Also ganz ehrlich, ich habe bestimmt auf meiner Festplatte noch irgendwie 2-3 E-Books rumschwören, die ich mal für 5 € gekauft habe, die ich noch nicht einmal reingeguckt habe. Ich habe mir die gekauft, dachte mir, oh, ist ja ganz günstig, schaue ich mir später mal an. Und ich habe noch nicht einmal reingeguckt. Und wenn ich aber 30 € dafür ausgegeben hätte, dann hätte ich da mal schon mit Sicherheit schon 5-mal reingeguckt, weil ich halt einfach das für mich rechtfertigen will. Deswegen, lieber mehr als weniger. Nächste Frage vom guten Tom von LiveRock TV, auch ein super Stammgast bei uns, sehr, sehr cool. Und zwar Tom fragt, welchen Autoresponder ich empfehlen würde, also in Sachen E-Mail-Newsletter, wo wir unterwegs sind. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, wir nutzen AWeber, es gibt AWeber, es gibt Mailchimp, es gibt Clicktip. Ich packe euch mal in die Videobeschreibung ein paar Links dazu rein. Ich fahre mit AWeber am besten, das ist meiner Meinung nach... Shoot. Oh nein, jetzt sehe ich gerade, ich habe das Kabel vom Mikro nicht reingesteckt. Oh, ich bin doch ein Horst. Shit. Ich werde noch schnell mal das Kabel reinstecken. Oh, hell yeah. Gucken, ob ich das jetzt hier schnell gewuppt bekomme. So. Das sieht gut aus. Ich hoffe mal, jetzt hört man mich und ich... Shoot. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen vermanövriert. So sieht aber gut aus. Und jetzt tue ich einfach mal so, als wäre nichts passiert und ich mache mal weiter, denn ich hoffe, dass der Ton vorher auch einigermaßen gut war. Ich glaube aber ja, hier ist es ja nicht so windig, deswegen machen wir einfach mal weiter. Genau, AWeber ist meiner Meinung nach wirklich die beste Alternative, weil sie ja wirklich... Ja, ist halt einfach super, super renommiert, richtig, richtig viele Blogs nutzen, AWeber Service. Er ist englischsprachig, ist auch ja, vom Preis her nicht ganz günstig, aber hat meiner Meinung nach wirklich die besten Features und hat sehr, sehr viele Integrationen mit anderen coolen Programmen, ist also da super flexibel und meiner Meinung nach wirklich das Beste. Aber, was ich dir jetzt auch einfach mal als Tipp geben würde, wenn du unser Video von Anfang der Woche zum Thema E-Mail-Marketing noch nicht gesehen hast, ich packe mal unten in die Videobeschreibung, auf jeden Fall reingucken, ob du überhaupt ein Newsletter versenden willst. Frag dich doch erstmal das, bevor du dich fragst, welches Tool ich verwende. Also wie gesagt, unten ist das drin. Ich sehe in letzter Zeit immer mehr die Entwicklung, dass E-Mail-Marketing vielleicht für den einen oder anderen nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Bei mir sehe ich das auf jeden Fall. Aber musst du auf jeden Fall für sich selbst herausfinden. Und wenn, dann kann ich dir auf jeden Fall AWeber wärmstens nur empfehlen. Okay, die nächste Frage von der lieben Pastinakensuppe. So, wie gehe ich mit motzigen, negativen Kommentaren um? Ignorieren oder nett zurückschreiben und sich rechtfertigen? Kann ich dir jetzt auch kein Patientrezept sagen. Also ganz ehrlich, wenn jemand mir einen Kommentar schreibt, der einfach nur ist, scheiß Video oder hat mir nicht gefallen, was soll das? Ganz ehrlich, den Kommentar lösche ich. Davon hat doch überhaupt gar keiner Mehrwert. Warum sollte ich den denn stehen lassen, wenn jemand überhaupt gar nicht sachlich mit mir irgendwie argumentieren will? Mein YouTube-Kanal oder mein Blog oder was auch immer ist doch mein Wohnzimmer. Da kann ich doch die Regeln bestimmen. Und wenn mir da irgendjemand nicht gefällt, ganz ehrlich, kann ich doch rauslöschen. Da hat doch keiner das Recht. Wenn zu dir jemand nach Hause kommt und bei dir an der Tür klingelt und sagt, was du denn für ein blöder Typ bist, ganz ehrlich, machst du dem doch auch die Tür zu. Warum sollst du denjenigen denn reinlassen und sich mit dem auf den Tee hinsetzen und dich irgendwie rechtfertigen? Hast doch überhaupt gar keinen Grund zu.
Und deswegen, sowas haue ich einfach raus. Aber wenn jetzt jemand schreibt, negativer Kommentar ist ja nicht gleich was Negatives. Es kann ja auch eine Kritik sein, die dich weiterbringt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt so, hey, deine Videoqualität im letzten Video, die war echt nicht so dolle. Vielleicht kannst du es mal da und damit versuchen oder so. Hier, ich habe den und den Tipp für dich. Das ist doch ein super Kommentar, weil der dich einfach weiterbringt. Deswegen sowas, darüber freue ich mich immer, wenn mir jemand sowas sagt. Aber deine Frage ging ja eher in Richtung motzige, negative Kommentare. Lösche ich entweder, wenn es sehr negativ ist oder wenn es so, ja, wenn es jetzt nicht so schlimm ist, aber trotzdem irgendwie kacke, dann schreibe ich so, keine Ahnung, danke für dein Feedback, Grinse-Smiley oder irgendwie sowas zurück. Ja, aber macht euch mal da nicht so einen Gedanken drüber, denn wenn ihr negative Kommentare bekommt, zeigt das, dass ihr ein paar Dinge richtig macht. Nein, persönlich, ich habe lieber 5 Leute, die das richtig scheiße finden, was ich mache, und 5 Leute, die das richtig feiern, als 10 Leute, die so lala irgendwie mal die Videos gucken und dann mal wieder wegklicken und so. Wenn ihr negative Kommentare habt, zeigt das, dass ihr auch ein paar Leute mit Sicherheit dabei habt, die richtig, richtig on fire sind und die richtig das feiern, was ihr macht. Deswegen nehmt das nicht so schwer, wenn da negative Kommentare kommen. Am Anfang, natürlich denkt man sich, oh, 10 Leute haben hier einen Daumen nach oben und fanden das richtig cool. Und dann schreibt einer zurück, hey, das war ein scheiß Video. Dann denkt man natürlich über den einen nach. Von daher gehört da einiges dazu. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nur unterstreichen. Für mich war das auch am Anfang teilweise so ein kleiner Weltzusammenbruch. Aber da entwickelt man einfach mit der Zeit ein dickeres Fell und kann da ganz gut mit umgehen, deswegen einfach, nimm es nicht so schwer. Die nächste Frage, ob ich denn zu diesen ganzen Themen, über die ich so in den Videos spreche, irgendwie mal Kurse belegt habe oder woher ich mein Wissen habe. Spannende Frage. Also, ich bin ein riesiger Fan davon, von persönlicher Weiterbildung. Ich investiere sehr viel Zeit und auch Geld in Dinge, die mich einfach weiterbringen, wo ich was Neues lerne. Heißt, ich kaufe mir Bücher, ich kaufe mir Hörbücher, ich belege Online-Kurse, solche Videokurse. Ich investiere auch ein paar hundert Euro in einen richtig, richtig guten Kurs, der mich weiterbringt zum Thema Social Media Marketing, Bloggen, YouTube und so weiter. Deswegen, ich bin einfach der Meinung, wenn ich Geld für etwas in die Hand nehme, was meine Lernkurve viel, viel schneller gestaltet, als wenn ich das alles selber machen würde, dann ist es sowas von guter Deal. Und meiner Meinung nach, Bücher und Hörbücher sind da wirklich perfekt. Die kosten ein paar Euro. Du kannst dir ein Buch für 10 Euro kaufen und das kann komplett dein Leben umkrempeln. Wie bei mir damals mit der 4-Stunden-Woche. Das kostet 9,99 €. Das ist einfach unglaublich geschenkt. Wie günstig in dieser heutigen Gesellschaft einfach Wissen ist. Und noch dazu, es gibt so viel Wissen, was einfach komplett kostenlos ist. YouTube-Kanäle, Podcasts, Blogs, Facebook-Pages, es ist alles kostenlos, das ist einfach so krass. Du kannst quasi, wenn du wolltest, könntest du überhaupt mit 0 Euro irgendwie der Überexpert in ganz vielen Dingen werden, aber meiner Meinung nach, wenn man Geld für etwas ausgibt, dann ist das nochmal von einer anderen Qualität und beschleunigt mich in meiner Lernkurve. Von daher mache ich sowas aus, aber jetzt irgendwelche richtigen Ausbildungen oder sowas habe ich auch nicht gemacht. Davon halte ich persönlich nicht so viel, denn in diesem ganzen Bereich, worüber ich jetzt hier so spreche, das ist halt auch recht schnelllebig so. Also viele Dinge, wenn ich jetzt ein Video über Facebook-Marketing mache, dann ist es wahrscheinlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist es schon wieder hinfällig, weil sich so viel getan hat. Deswegen halte ich nichts davon, da jetzt irgendwelche zertifizierten Ausbildungen, die irgendwie mehrere Jahre gebraucht haben, um da zusammengestellt worden zu sein, halte ich nicht so viel von. Deswegen lieber auf den ganzen Content, den es im Internet gibt, Kurse, Kanäle, Blogs und so weiter, ist eine super Sache, E-Books genauso. Also wie gesagt, aber ich kann einfach jedem nur empfehlen, egal wie, lernt einfach, sammelt euch Wissen an, holt euch spannende Dinge, die euch interessieren und wirklich lernt. Das ist viel effektiver als alle Erfahrungen selbst zu machen. So, und eine letzte Frage habe ich noch, die habe ich jetzt leider nicht hier drauf, die habe ich nämlich gerade erst entdeckt, aber ich versuche mal, ob ich sie noch zusammenkriege, und sie kommt von der lieben Christine von und sie fragt, wie das denn aussieht, was wir für Software benutzen, um Videos zu schneiden, oder beziehungsweise auch was wir für Hardware benutzen, was wir für eine Kamera haben, was für ein Videoschnittprogramm und so. Sehr, 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 sehr coole Frage auf jeden Fall. Kam auch schon öfter, deswegen habe ich sie jetzt gleich nochmal reingepackt. Ich habe sie nämlich gerade erst entdeckt, den Kommentar, und hat es gerade noch so ins Video mit reingeschafft. Und zwar bis vor 2 Wochen oder sowas, haben wir alle unsere Videos mit unserer guten Canon-Kamera gefilmt. Ich packe euch unten die Videobeschreibung den Link zu der Cam. Ist auf jeden Fall ein Bombenteil, meiner Meinung nach. Preis-Leistungs-Verhältnis, eine der besten Spiegelreflexkameras, die man nur bekommen kann. Sind wir richtig zufrieden mit, haben da noch ein Stativ dazu und stellen uns dann irgendwo hin. Olli filmt mich und ich erzähle, und dann haben wir noch ein Mikrofon.
gehabt. Da haben wir glücklicherweise von meinem Vater so ein cooles Sennheiser-Mikro ausleihen können, weil das kostet dann normalerweise irgendwie 500 Euro. Das hätte ich mir niemals gekauft. Aber wenn man in der Wohnung ist, kann man auch auf das Mikro verzichten. Oder wenn man draußen ist und es nicht so windig, geht es auch ohne Mikro. Aber wir haben da halt ein cooles irgendwie am Start gehabt. Und in Sachen Schneideprogramm benutzt Olli immer Adobe Premiere Pro. Das ist wirklich ein super Tool. Meiner Meinung nach das Beste, was man irgendwie bekommen kann. Aber auch hier wieder kostet dann doch eine Stange Geld und für jemanden, der jetzt erstmal so anfangen will und irgendwie so 2 YouTube-Videos pro Woche machen will, würde ich nicht empfehlen, das zu investieren, sondern es lieber langsam angehen lassen. Und jetzt kommt nämlich das große Aber. Wie gesagt, in der Vergangenheit sind wir darauf gegangen, dass wir wirklich echt die fetten Tools, die fetten Techniken und alles am Start haben. Und jetzt merke ich einfach wieder, wie die Videos, die echt relativ, wie zum Beispiel jetzt das jetzt, ist mir hier der Ton abgekackt und sowas. Aber ich lasse das einfach drin, weil ich bin der Meinung, das kommt noch authentischer rüber und das ist eigentlich eine richtig, richtig coole Sache. Und außerdem spart es unglaublich viel Zeit. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, dieses Video, was du gerade schaust, ist einfach nur mit der iPhone-Kamera gefilmt. Ich habe jetzt hier so ein Mikro, das geht hier hin. Das ist das Rode SmartLav Plus. Das ist ein Bombenteil. Das kostet nur irgendwie 60 Euro. Alles, was ich jetzt gerade hier erzählt habe, sind die Links unten in der Videobeschreibung von den ganzen Technik-Krimskrams. Das ist ein super Mikro. Einfach das iPhone dazu oder was auch immer du für ein Smartphone hast, geht eigentlich mit allem. Alle heutigen Smartphones haben eigentlich eine gute Kamera. Da geht es locker. Klar, du musst halt dafür sorgen, dass das Licht gut ist. Hier ist jetzt, glaube ich, das Licht nicht so gut, weil es halt von der Seite kommt und ich wahrscheinlich hier auf der Seite relativ im Dunkeln bin. Aber manchmal geht es halt nicht. Also wenn du zu Hause bist und irgendwie eine Lampe hast oder du bist irgendwo, wo es einfach hell ist draußen, geht es immer klar. Da kannst du mit dem Smartphone richtig gute Sachen machen. Dann haben wir einfach das Mic, das zeichnet den Ton auf. Dann habe ich so ein Mini-Stativ, habe mir das jetzt hier gerade hier, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ich habe mir das hier so ein bisschen in den Baum geklemmt. Das ist auch ein Stativ, kostet irgendwie 20 Euro, das ist einfach super für Smartphones geeignet. Packe ich ebenfalls unten in die Videobeschreibung. Und als Tool benutze ich einfach iMovie. iMovie für einen Mac. Von iMovie gibt es sogar eine App. Die App habe ich halt auch auf dem iPhone, von daher ist es so geil. Das iPhone ist einfach mein komplettes Videostudio gerade. Ich bin nämlich eh hier gerade in Bremen, Olli ist in Berlin, von daher habe ich keinen, der mich filmt. Mache das komplett alleine, kann quasi mit dem iPhone das Video aufzeichnen und den Ton natürlich. Schneide hinterher das Video direkt am Handy in der iMovie-App. Geht richtig, richtig gut und kann es dann hinterher direkt auch von dort hochladen. Also das ist wirklich eine wundervolle Entwicklung, dass alles immer simpler wird. Und von daher brauche ich für die Videos echt nicht viel Zeit und kann mich voll und ganz darauf konzentrieren, wirklich guten Content zu liefern und kann mich auf das konzentrieren, was ich erzählen will. Muss mir nicht so viele Gedanken um die Technik machen und muss da auch nicht hunderte von Euro investieren. Wie gesagt, das Stativ kostet 20 Euro, das Mic kostet 60 Euro, ein Handy hat eh jeder, fertig. Mehr braucht ihr eigentlich im Prinzip gar nicht. Wenn ihr jetzt drin, könnt ihr euch das Mikro auch sparen. Also wie gesagt, da gehört echt nicht viel dazu. iMovie ist ein super Schneidprogramm. Sonst, wenn du es krasser angehen willst, Adobe Premiere Pro. Für einen PC, Windows Movie Maker ist auch meistens irgendwie vorinstalliert. Es ist super, super simpel, aber ihr braucht nicht die krassen Tools. Konzentriert euch lieber auf den Content. Bevor ihr da ewig an dem Video feilt, macht da lieber 2, 3 Schnitte rein, fertig, ladet es hoch, irgendwie noch einen Titel rein und vielleicht noch eine Musik drunter legen. Und das war's, ladet es hoch und macht lieber 2 Videos mehr pro Woche, als die so perfekt wie möglich zu machen. Es kommt halt wirklich auf den Content an, es kommt auf die Persönlichkeit an, dass man authentisch ist. Und ja, das war jetzt meine Beantwortung der Frage. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen, habe ich gemerkt. Das Video ist, glaube ich, auch schon super, super lang. Sorry dafür, aber ich, ja, irgendwie war ich mal wieder so in Fahrt. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Schreibt mir unbedingt unten eine Frage rein, was euch sonst so interessiert. Welche Fragen soll ich in das nächste Let's Talk Business reinpacken? Dann sind wir schon bei der 8. Episode auf jeden Fall. Geht gut ab. Seit 2 Monaten jetzt schon fast. Jede Woche ein Let's Talk Business. Super, super cool. Und ja, das war es auch schon für heute. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis, dass unsere soziale Tomate immer noch online ist. Es gibt noch, ich kann ja natürlich nicht sagen, das Video geht jetzt noch nicht gleich nach dem Film online, sondern es muss natürlich erstmal hochgeladen werden. Von daher kann ich nicht versprechen, dass es dann noch Plätze gibt, aber Stand jetzt gibt noch so ein paar Restplätze für unseren neuen Social Media Online Videokurs, wo du wirklich alles lernst rund um Facebook, Instagram, YouTube, was du wissen musst. Ja, wie gesagt, gibt noch ein paar Plätze. Unten in die Videobeschreibung packe ich ebenfalls den Link. Heute ist die Episode voller Links auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, ihr Tomaten. Ciao!